Mit der Parade am Wochenende war es vorbei. Das Schützenfest der Bruderschaft St. Sebastianus und St. Vitus Obergeburt Waldhausen. Für die Zuschauer am Straßenrand gab es viele nette Momente, denn die Reitergrenadiere feierten 30-jähriges Bestehen mit ein bisschen Show. Zum Ende, mein General! Die Augen! Links! Im Mittelpunkt der Feierlichkeiten stand natürlich König Thorsten Schippel. Ein letztes Mal zog ihm zu Ehren die Parade. Beim heutigen Frühschoppen wird glücklich zurückgeblickt. Die Schützen freute es besonders, dass sie trotz Unwetterwarnung trocken blieben. Und pünktlich, wo die Kirmes beendet war, fing es an zu regnen. Als hätte der Himmel gesagt, lass es noch nicht zu Ende sein. Das war's dann. Ein weiteres Highlight des Schützenfestes. In Waldhausen kommen stets viele Gastbruderschaften aus der ganzen Stadt zusammen. Dabei gibt es viele traditionelle Trachten zu sehen. Doch niemand erfreut die Zuschauer am Straßenrand so sehr wie die Kinder. Und davon gibt es bei der Bruderschaft aus Waldhausen reichlich. Die Robin Hood-Gruppe, in der Jungen und Mädchen dabei sind, marschierten am Wochenende mit Sonnenblumen mit. König Thorsten Schippel blickt auf ein erfolgreiches Schützenfest zurück. Ob er im September beim Vogelschießen, also bei der Königswahl der Schützen, wieder antreten wird, ließ er aber offen. Jetzt genießt er erstmal das Danach.